Heute, Micha späht aus, nach Faultier Elfriede. Und der Nachwuchs der Kronenmarkis sorgt für Eheturbulenzen. Auch auf dem Wirtschaftshof des Nashornhauses. Ja, geht los. Da wartet Arbeit auf Robert. Na? Ja, Schnurzen. Na, was macht er denn schon wieder hier drinnen? Ihr Zwesige. Hallo. Geh mal raus hier. Oh, dass man euch immer betteln muss. Na, was ist da? Zwei Rinder und zwei Ziegen leben hier. In trauter Gemeinschaft. Ja, es geht doch gleich los. Dann komm her, komm. Komm her, mein Schatz. Buba und Raba, die roten Bullen. Sehen zwar imposant aus, aber rot sehen sie selten. Die sind sehr sanftmütig, ja. Wie der Pfleger auch. Nee, das sind schon zwei liebe Kollegen. Relativ entspannt. Also der Kleine mehr wieder. Der Große, weil der ist ja auch relativ jung zu uns gekommen. Der Buba, der war gerade mal, ich glaube, 7, 8 Monate alt. Und ist natürlich sehr zeitig dann schon von Mutti weg. Ne? Und er hat sich natürlich die Seele aus dem Leib geschrien. Und wir dachten in der Zeit, dass der Kleine nicht so alleine ist, holen wir mal die zwei Ziegen runter. Und das hat doch ganz gut geklappt. Ne? Da hatte der Gesellschaft und da war er zufrieden. Und seitdem sind die eben da, die Kollegen. Aber Zick und Zack sind längst mehr als nur Gesellschaftsdamen für die Bullenkinder. Na ja, die bringen uns schon viel Spaß. Aber auch viel Arbeit, wie das so ist. Na, hast du wieder zu tun mit deinen Fliegen? Hä? Hast du wieder zu tun mit deinen Fliegen? Das ist nicht wahr. Na, warum muss es auch im Oktober noch so warm sein? Alle Herdentiere brauchen Kontakt. Das gibt ihnen Sicherheit, Schutz und immer mal eine gute Unterhaltung. Wohlerzogen, ne? Die bleiben auch drinnen, auch wenn man eine Tür offen stehen hat. Ne? Für die beiden mag das gelten. Für ihre Mitbewohnerinnen aber ist keine Barriere zu hoch. Besonders bei der Aussicht auf Gesellschaft. Schnucki? Jetzt wissen sie, dass Mittagspause ist und dann kommen sie mal gucken und wollen gekrabbelt werden. Und manchmal haben sie auch Glück und Sarina bringt mal eine Würzgurke mit. Und bei mir gibt es meistens noch Haare, ne? Naja. Was Vertrautes. Ne? Zack. Tja, ob Sarina da mithalten kann. Den Erdmännchen blüht ein graues Wunder. Die Kürbissaison hat begonnen und das spornt Jörg an. Jedes Jahr zu kreativen Höchstleistungen. Es ist jetzt Kürbiszeit, genau. Und das sind coole Kürbisse. Also die grauen habe ich selber noch gar nicht gesehen. Und da ist mir natürlich gleich was eingefallen, ne, dass ich da draus machen könnte. Das wird der Körper. Fangen wir mal so an. Aha. Ja, muss ich erst mal gucken. Den Mulch auf jeden Fall aushöhlen. Ja, macht's mal wieder spannend. Ich weiß schon noch gar nicht so richtig, von welcher Seite her. Also das müsste dann so hin. Da müssen wir hier hinten reingehen. Offenbar wird's was mit Füllung. Ich hoffe, dass die sich auch gut verarbeiten lassen, die Teile. Oh, die haben ganz schön Fruchtfleisch. Oh, orange sind die drin. Cool. Ist nicht die einzige farbige Zutat in Jörgs Sortiment. Es wird ein bunter Nachmittag. Ganz schöner Bobberschmatz drin. Oh, kreativ auch bei der Wortfindung. Beine an den Körper machen. Mal gucken, die Beine ungefähr.
ist nämlich das Ohr ins Ohr, dass der Körper richtig steht, ne? Der steht. Und wie? Also, ja, das können wir dran lassen, den Zippel hier. Das ist auf jeden Fall ein männliches. Aha. Männliches was? Groß ist das Gondwanaland. 16.500 Quadratmeter. Wer hier was verloren hat, muss weite Wege gehen. So auch Micha. Auf der Suche nach Elfriede. Also wir haben ja jetzt seit geraumer Zeit hier unsere freilaufenden Faultiere und jetzt ist sie mal wieder eine ganze Weile ja, auf der Insel gewesen. Jetzt ist sie wieder weg. Und jetzt gucken wir mal, weil meistens ist sie hier oben auf der Galerie. Und dann wollen wir heute mal eine Fotofalle installieren auf der Insel, um mal zu gucken, ob man mal was sieht. Und wir hoffen jetzt so, dass die, ja, dass sich das so ein bisschen zugunsten der Faultierinsel verschiebt. Also, dass sie eher dort bleibt und eher weniger hierher geht. Momentan sieht es ganz gut aus. Aber jetzt will ich sie erstmal finden hier, das Tierchen. Elfriede, die Larve. Belege für ihre bisherigen Ausflüge gibt's reichlich. Wie diese aus dem Fotoarchiv der Gärtner. Micha aber wird hier heute nicht fündig. Nee, das war nix. Gestern hatten wir so ein bisschen Spaß, da war sie direkt im Besucherbereich und hing auch also in Augenhöhe direkt am Besucherweg, was natürlich nicht so toll ist, weil ja, Besucher haben natürlich dann immer das Bestreben, ganz nah ran und zu fotografieren und anzufassen und sonst was. Das war natürlich Stress für sie, aber sie ist dann abgehauen. Und ich glaube, die war gestern entweder auf dem Rückweg auf die Insel oder gerade von der Insel weg. Wir vermuten von der Insel weg und deswegen dachte ich, dass sie vielleicht jetzt hier ist. Aber wir, ja, das mit dem Denken ist halt manchmal Glückssache. Wir gehen mal auf die Insel und gucken mal, wo sie dort ist. Und wenn sie da nicht ist, bauen wir mal die Falle auf und gucken mal, ob wir sie vielleicht nachts erwischen. Wo in der grünen Hölle steckt Elfriede? Bilder vom Juni dieses Jahres, Familie Kronenmarki. Seit einigen Wochen hat sie den ersten Nachwuchs. Ein schöner Zuchterfolg. Wäre da nicht dieser aktuelle Stress zwischen Ember und Kleid? Ein Thema, das auch Kerstin Tischmeier beschäftigt. Ja gut. Die waren dann eigentlich schon relativ harmonisch. Haben auch immer schön nebeneinander geschlafen. Das ist halt jetzt aktuell nicht der Fall. Wenn man tagsüber auf der Anlage guckt, ist sie halt an einem ganz anderen Punkt als er. Also ist nicht mehr so dieses eine Knäuel. Aber das, also sie mag jetzt momentan seine Nähe erstmal nicht. Harte Zeiten für Kleid. Nichts mit Vaterfreuden. Das war wirklich von Anfang an. Also sie hat das Jungtier bekommen und ab dem Tag fingen sie dann an, ihn nicht mehr so an den Futternapf, sonst haben sie ja immer schön nebeneinander gefressen. Also er guckt auch immer fein, wo sie ist und wenn sie kommt, damit er dann immer schnell sich protonisieren kann, bevor sie ihn direkt hascht. Ember. Na, erzählst du? Mäuschen, erzählst du? Mir fein. Ja, mit der ist gerade nicht gut Kirschen essen. Na? Also das war jetzt schon ein bisschen eine Aufregungsgeschichte. Also sie hat dann jetzt schon ein bisschen so nach dem Motto, ja, das ist meine. Ich komme ja nicht so nah an meinen Futternapf. Wir werden schauen, wie lange sie das anhält. Irgendwann werden die dann wieder beieinander sitzen und kuscheln. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen. Jetzt hat sie erstmal mit dem Jungtier zu tun und er muss dann halt ein bisschen abseits sein. Soweit also der Stand vom Juni. Und heute? Mal sehen, ob die Abseitsregel inzwischen aufgehoben ist. So viel Trubel heute. Sarinas Gesellschaft. Ja, der Robert kommt auch gleich. Die scheint heute nicht so gefragt. Robert, du musst dich wieder hinsetzen. Ach so? Sie ist unentspannt. Oh. So aufmerksam und liebevoll. Ach ja. Sarina auch sein mag, das Herz von Zicke Zack. Sie ist sehr vorbildlich.
Es gehört einem anderen. Ich wurde einmal angeleckt und das war's. Oh, wenn die mir nicht immer die Haare rausreißen würde. Ja, sie zeigt dir damit ihre Liebe. Du wirst gleich sehen, was sie noch alles macht. Jetzt geht es wieder los. Oh, jetzt wird geschuppert. Na komm her, Zig. Zig? Ja, Schatzili. Sie ist doch zurückhaltender. Muss dich nicht benachteiligt fühlen. Hm? Kleine Maus, bist ja immer so vorsichtig, ne? Na, ich glaube, ein bisschen eifersüchtig ist sie, ne? Wie beim Menschen. Da will keiner zu kurz kommen, ne? Nee, nicht immer. Ja, das sind eigentlich wie Hunde, ne? Die sind wie Hunde. Unsere Hofziegen. Vor allem die hier. Und was halt auch richtig cool ist, wenn jetzt mal ein Auto auf den Hof gefahren kommt oder so, man sagt, los, geht nach Hause. Ja, da braucht man nur den Arm bewegen und dann springen sie sofort zu den Kühen rein. Da wissen sie genau, alles klar, jetzt müssen wir ins Gehege. Jetzt müssen wir erstmal drinnen bleiben, also es ist zum Schießen. Naja, und mittlerweile kennen sie ja die Gewohnheiten von uns, ne? Wann Robert sein Käffchen hier trinkt zur Pause. Keine dumme Ziege. Sie liebt halt auch Robert, ne? Also wenn sie die Wahl hat zwischen Robert und meinem Mittag, dann entscheidet sie sich für Robert, wie man sieht. Das ist dein Robert, ne? Ja, wie war das Leben eigentlich ohne Ziegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall... Tja, vorher schön. Hatten wir eine Katze und jetzt haben wir eben eine Haus- und Hofziege. Jetzt braucht ihr alle Beete bloß noch einen Bock. Und da könnt ihr uns noch mit ein paar kleine Zicklein erfreuen nächstes Jahr. Ne? Und sind alle Streicheleinheiten abgeholt? Geht jeder wieder seiner Wege. Die haben ein richtig schönes Leben. Schließlich gibt's ja auch im Hof immer wieder was zu entdecken. Für Zick und Zack. Es nimmt Gestalt an. Jörgs neues Werk. Seine Kunstfertigkeit ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber auch die Ideen gehen ihm nicht aus. Also ist mal so, manchmal schicken mir Freunde auch so Bastelanleitungen oder so oder irgendwelche ja, gebastelten Sachen, die eben so irgendwo im Internet gefunden haben und so. Und da kann man schon einiges so auch übernehmen und wo man dann einfach mal auch mal so was macht. Ne? Heute? Robert ist offensichtlich ein Rüsseltier. Mit langen Zähnen. Und großen Ohren. Mal sehen, ob das hält. Die Herkunft? Nicht ganz eindeutig. Das sieht schon gut aus. Naja, es soll ja eigentlich schon eine Asiate sein, weil die Asiaten, die sind ja glatter in der Haut, ne, als die Afrikaner. Die Afrikaner sind ja doch ziemlich schrumpelig. So, sieht er schon erst mal aus von vorne, ne? Sieht er schon mega aus, oder? Eine Gurke. Herrlich. So, schauen wir noch die Grillen raus. Grillen. Wow, das sind ja riesen Viecher. Oh. Das wird die Erdmännchen besonders freuen. Au! Die Viecher, die stacheln ja wie Sau. Nützen? Tut ihnen das nicht. Schön drinnen bleiben. So, spart. Boah, alter Falter, dann müssen wir das zumachen hier. Und die erstmal noch einfangen bitte hier. Die kann man gar nicht alle geben. Wir haben bloß drei Erdmännchen, das ist eine riesen Menge hier. Da kannst du etliche Tage füttern. So, jetzt bauen wir da noch ein Schwendel dran und das ist auch schon fertig, unser Elefant hier. Elefant mit Bauchgrummel. So, siehst du, das passt schon. Na dann, auf in die Savanne. In den Tropen. So, da ist das gute Stück. Da hat Micha inzwischen zwar die Fotofalle zur Hand, das gewünschte Motiv, aber ist bislang noch unauffindbar.
dieses Faultier. Baden gegangen wird sie doch nicht sein. Nee, man muss ja auch mal nach ein paar anderen Sachen gucken. Und das sieht halt schön aus. Da muss man auch mal gucken, wenn was schön aussieht. Sehr schön sieht's aus. Otterli. Sie ist nur eben kein Faultier. So, Elfriedchen. Wieder auf der Insel, ihrem heimischen Basislager, wird die Suche für mich ja nicht leichter. Wir sind halt auch, sag mal, redefaul. Da kann nur ein geschultes Auge helfen. Und siehe da. Oh, das ist wirklich so gut getarnt, dass man da mal noch genauer hinschauen muss. Wenn man es nicht weiß und wenn man nicht genau weiß, wo man hingucken muss und nach was man sucht, ist da keine Chance, sie zu sehen. Also da oben ist Fell und das ist eindeutig Faultierfell. Und da hängt auch noch der Rest Faultier dran. Also sie ist hier. Das ist schon mal gut. Geortet ist sie. Jetzt muss ich mich ja nur noch in die Falle gehen. Hallöle. Na? Fütterungszeit bei den Markis. Gute Gelegenheit, ihr Familienleben zu studieren. Na, Hase, was guckst du? Der Kampf um die vollen Töpfe scheint inzwischen beigelegt. Die Phase haben wir Gott sei Dank hinter uns und wir hoffen, dass die Phase nicht nochmal kommt. Wir hatten den Papa mal eine Zeit lang über Nacht abgetrennt, damit er seine Ruhe hat zum Fressen. Aber wie man jetzt hier gerade schön gesehen hat, die fressen jetzt schön wieder miteinander. Und nicht nur das. Inzwischen hat auch das Kleine einen Namen bekommen. Wir haben sie jetzt noch nicht in der Hand gehabt, um sagen zu können, dass es ein Mädchen ist. Aber die Färbung hat uns verraten im Endeffekt. Die werden so grau wie die Mutti, wenn es ein Mädchen ist. Und wenn sie ein Papa, Junge sind, dann werden sie halt so grau wie der Papa. Und das zeigen sie halt relativ zeitnah. Und darum ist das jetzt Amy. Die ist zum 14. Mai und ist jetzt damit schon ein paar Monate alt. Also noch nicht ganz ein halbes Jahr, aber wird langsam. Sie war jetzt schon ziemlich zeitig unterwegs. Bei den Lemuren ist die Entwicklungsphase relativ schnell, wie man sehen kann. Und jetzt ist sie eigentlich ausschließlich alleine unterwegs, wird immer nur noch mal ein bisschen gesäugt. Also bis 5-6 Monate werden sie noch gesäugt und fressen aber schon voll und ganz Futter mit. Also die ist jetzt schon voll auf Gemüse und Obst eingestellt. Der Haussegen ist also wieder gerade gerückt. Zu sagen, hat Kleid hier dennoch nicht viel. Das hat die Natur anders eingerichtet. Also hier ist es wirklich so, dass die Mädels die Hosen anhaben tatsächlich. Ich möchte jetzt nicht dazu sagen, dass der Mann mich jetzt verteidigen würde, wenn jetzt was wäre. Aber vorwiegend im Sinne macht es die Ember. Die sagt auch einen Ton an. Also nach ihrer Pfeife wird hier getanzt. Und die Kleine, die guckt sich das natürlich schön ab. Tja, dann wird es Papa Kleid hier wohl bald mit zwei dominanten Weibchen zu tun bekommen. Hier hat sich's sicher gleich ausgetrötet. Hey Babys. Guck mal, was das Feines ist. Das große Fressen. Na, guck mal hier, alte Schnecke. Wo ist denn das? Hä? Ist eröffnet. Guck mal hier. Okay. Guck mal, was das ist. Wow, es geht gleich los, ja. Hey Babys, na, guck mal hier. Na, ist das cool, hä? Ist das lecker? Das ist ganz einfach, hä? Und Jörgs neue Königin zeigt erstaunlichen Jagdinstinkt. Ja, ihre Chefin, die hat das besser raus als ihr, wisst ihr das? Und die kennt das noch nicht so wie ihr dicken Männer. Und den Blick fürs Wesentliche hat sie. Na, ja, ich dachte es nur schon. Die Weintrauben, das ist lecker, hä? Ja, das ist gut. Genau. Jetzt wurde die Zunge weg. Schnegel. Das interessiert die. Die sind ja auch oft geschlossen, eigentlich was Neues zu erkunden und so.
Wenn das natürlich dann irgendwo mit Essen zu tun hat, auch, ne? Umso intensiver kümmern die sich dann auch um so einen Teil. Ne? Da wird auch rumgekämpft, wenn da jetzt bloß zwei Öffnungen sind. Ne? Und die kleine Motte, also unsere neue Königin, die ist zwar kleiner und zierlicher als unsere Kerle, aber die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Ne? Also die hat hier volles Sorgen, auch bei den zwei Kerlen. Ne? Also das ist schon echt enorm. Das ist schon eine ganz schöne, ups, naja, Elfenbein geklaut, ne, ab ins Kitchen. Ne? Lass mich mal deinen Bauch anfassen. Hm? Guck mal, hier unten ist eine Grille. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Grillenbauch. Ja. Ist aber gut, auch. Sie war ja wirklich ein ganz schönes Spackigl-Maus. Ne? Sie war ziemlich dünn. Ja. Das ist eine schöne Beschäftigung auch, weil wenn die draußen jetzt Insekten suchen, die müssen sie auch rausbuddeln, ne? Oder unter Steinplatten hervorwühlen und so. Ne? Und das ist schon schön. Sie so viele Mäuse. Na gut, ihr Mäuse. Pass auf, ich stehe jetzt auf, Schnecke. Mäuschen, ich stehe jetzt auf. Ja? Okay, guti. Bis später. Ja. Aber was interessiert einen schon, der Jörg? Wenn man auf Großwildjagd ist. Zurück. Zur Faultierinsel und Michas Fotofalle. Wir sind noch am Überlegen, wo ich das Ding dran mache. Aber ich würde es wahrscheinlich dort an diesen Baum in Richtung der Anlage. Dann haben wir einmal die Kiste hier im Bild und dann haben wir hier so die nähere Umgebung. Wir vermuten, dass sie hier praktisch hier reingeht. Hier über diese Steine sogar drüber oder über diese Brücke und dann hier direkt in die große Monstra rein und dann von hier oben einfach weitergeht nach links rüber. Also in Richtung erst Ozelot, Arapaima überquert, dann am Ozelot-Gehege vorbei und dann hoch auf die Galerie. Und dann dort irgendwo an die Heizung. Ich muss natürlich noch mal dazu sagen, so eine Anlage mit einem Wassergraben ist für Faultiere nicht wirklich ein Hindernis. Ne? Das ist, die können ja schwimmen, also damit kein Problem. Aber die hat natürlich trotzdem feste Wege und sie wird immer den gleichen Weg versuchen zu nehmen. Was Elfriede zu ihren Ausflügen bewegt, wie hier erst kürzlich, ist nicht klar. Das Gras am Ende der Herle ist auch nicht grüner als zu Hause. Eigentlich sind Faultiere ja, ich will jetzt nicht sagen faul, das wäre jetzt ein bisschen zu plump, aber da, wo die ihre Nahrung haben und da, wo sie auch sie sich verstecken können und wo sie sich eigentlich sicher und wohl fühlen, und auch sie, die haben keinen Grund, riesige Strecken zurückzulegen und sich dann woanders hinzusetzen. Und ich habe keine Ahnung, warum es ausgerechnet da oben die Heizung ist. Also die Wärme kann es nicht sein, hier ist warm genug. Ich habe keine Ahnung. Also wir sind da echt überfragt. Vielleicht können ja die Fotofalle zumindest einen Teil des Rätsels lösen helfen. Das erste Bild ist immer das Schönste. Wer und was hier in den nächsten Tagen wohl abgelichtet wird. Hoffentlich ist auch Elfriede mal dabei. So, gehen wir. Werden wir sehen, was passiert. Und morgen werden wir sehen, dass wahrscheinlich nichts passiert. Dann bleibt die jetzt 3 Tage hier drauf. Nur damit die weiß, Akku muss alle sein, dann gehe ich wieder stiften. Wo es schaffen. Auf die Bilder darf man gespannt sein. Hallo? Kim, du? Sonnenschein. Bitte heraustreten, junger Mann. Kim, du. Dem Okapi-Bullen stehen plötzlich alle Türen offen. Es soll wieder Nachwuchs geben. Aber so wird das wohl nix. Oder gehört das schon zum Liebesspiel? Ob's doch noch was wird, das erfahren Sie nächste Woche bei Elefant, Tiger und Co. Außerdem Elfriede. Entkommt sie Michas Fotofalle? Also dann, tschüss. Und ein schönes Wochenende.